Uy. Was ist hier eigentlich? Kerzen. Aber die sind schon angezündet. Also hier ist, ich weiß ja, was hier ist. Also ich habe ja gefragt, das ist hier eigentlich, ich weiß es ja. Aber die eigentliche Frage ist, ob hier irgendwas Neues ist jetzt. Nee. Wir müssen die Puppenteile finden. Die können jetzt natürlich. Ah! Du Schein! Weniger gruselig, einfach nur nervtötend. Nee, ich hab schon. Frechheit, dass das Ding einfach jetzt in dem Raum stehen darf. Und einfach von hinten dich. Ich verstehe es einfach nicht, weil das ist der einzige Raum, wo ich dachte, man wäre sicher. So. Mit dem Kerzenlicht, oder? Und dann sticht es mir seine Messerscherenhände in, weiß ich nicht, wo rein. Jetzt ist es leider. Okay, hier hat es also gespeichert. Wenigstens wissen wir, wo wir nicht hin müssen. Theoretisch kann der auch ja hier reinkommen. Aber ja, gut. Hinterfragen wir nicht zu viel. Das Radio. Natürlich müssen wir wieder in den Keller runter. Da ist ein Feuerzeug drauf, ich hab's gesehen. Ich wieder? Oh Gott. Hätten wir jetzt einfach laufen sollen? Nein, das hat schon so gepasst. Gut. Wir sind wieder einen Schritt weiter. Wo hat er dich? Also, oder erst. Ist dich hingezogen? Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Muss doch jetzt irgendwo was sein. Feuerzeug funktioniert nicht. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Denn wenn das Feuerzeug nicht geht, können wir uns eigentlich wenig gegen die Dunkelheit wehren. Ist das so ein Raum, wo wieder nur was passiert, wenn ich lang genug warte? Oder... Ich sehe halt nur 2 Millisekunden was. Daran muss ich erkennen, wo irgendein Hinweis an der Wand ist. Okay. Irgendwie... Das ist so nervig. Irgendwo da in der Mitte ist es so eine Art Loch, zumindest schaut das so aus, aber je näher was ich komme, desto weniger schaut es aus, als könnte ich was damit tun.
Aber es war vielleicht wie vorher bei dieser Zeichnung, dass man da einfach durch kann dann. Ich werd verrückt von dem Scheißspiel. Ja, probier's noch. Was probieren? Einfach geradeaus gehen, ob's. Ja, tu ich die ganze Zeit! Ach so, okay. Also mir fehlt da der Plan. Irgendwas mit? Nein. Wenn ich wenigstens das Feuerzeug anmachen könnte, wäre mir schon geholfen. An der Wand irgendwas, an der Tür. Ah, die klemmt gar nicht. Ich bin dumm. Okay. Das sind so viele Meter, waren die jetzt vorher schon. So, da überhaupt schon mal? Jetzt können wir uns entscheiden, hoch, runter oder geradeaus. Einladen, das sieht nach unten aus. Ja. Mich ist gar nichts einladen. Das ist schmal und so. Katze? Wow. Das war derselbe Raum wieder, gell? Was war das jetzt, bitte? Oh, jetzt brennt die Kerze. Okay. Geht nicht weiter auf, oder? Nein, geht wirklich nicht weiter auf. Okay, dann nicht. Hier brennt auch eine Kerze. Ist hier sonst noch was? Nein. Das ist echt scheiße, das Spiel. Das ist. Und eine Kerze kann man auch nicht nehmen und mittragen da drinnen, nein. Oder? Nein, die geht aus. Das Spiel ist so gemein. Das ist wirklich so gemein. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl beim Schrank. Was war auf dem Bild? Ah! Bist du deppert? Irgendwie war es mir noch lieber, als ich herausfinden wollte, was ich da drin tun muss. Immer wenn es steht, funktioniert nicht, glaube ich, das ist die Tür, weil das Feuerzeug, das könnte ich dir. Wo steht die Puppe jetzt drin? Ah ja. Bringt aber nichts. Okay. Immer diese Bilder an der Wand. Ich kann es einfach nicht sagen.
Ich hasse das Spiel. Muss ich zu der... Hä? Wo muss ich hin? Es macht mich so fertig, dass man nur alle zwei Schritte was sieht. Das macht mich unglaublich fertig. Ich glaube, ich habe noch nie so was Schlimmes gespielt. Von der anderen Seite verschlossen. Da drin sind wir jetzt, in diesem Schrank. Ah, da oben ist die Action. Ich möchte nicht sterben hier. Weil... Es ist so schwierig, was sucht man? Ja, das ist... deswegen ist es ja auch spannend. Wenn man immer alles wüsste, wäre es ja eh... Ah, hier. Da müssen wir rein. Achso, das sind so viele Puppen. Das ist nicht immer dasselbe, oder? Scheinbar. Okay. Was ist denn das? Ein Spinnennetz auf der Seite? Oder überhaupt, das sind Spinnennetze, oder? Aha. Spinne. Hörst du nicht das Atmen? Warum machst du dir Gedanken wegen? Ich muss mich ein bisschen ablenken. Ja. Bist du in jedem Kasten? Wir müssen jeden aufmachen, vermute ich. Und fotografier doch! Was? Fotografier einfach manchmal nicht. Habe ich da nur eine gewisse Zeit? Muss ich irgendwas Wertvolles finden oder wie schaut's aus? Ich mache immer nur eine Tür auf, weil ich Angst habe. Bin ich jetzt tot oder? Ja, ich bin tot. Aber wie soll ich das wissen, welchen Kasten ich aufmachen darf und welchen nicht? Gibt echt schönere Spiele. Aha. Warum kannst du nicht einmal ein schönes Spiel spielen mit mir? Weil ich das nicht brauch. Bring es. Nein, danke. Muss ich das irgendwie hören? Wo die atmet und da darf ich nicht aufmachen? Aber ich höre das Atmen nicht, weil ich gerade über die Boxen... Schaut irgendeiner anders aus, oder?
sind diese Schädeln wieder drin. Schau mal, was das wirklich ist. Ein Totenschädel. Also das ist wahrscheinlich einer der wichtigen Kästen dann. Oh, so eine Puppe. Das musst du aber schon was gebracht haben, oder? Also immer wenn ich vor einem Kasten stehe und da ist es voll laut, mache ich nicht auf. Ah! Ja, okay, das bringt nichts. Schau da jetzt nach. Interessiert mich nicht, dass ich da mich 10-mal schrecken lass. Das ist schon zu. Puppe, oder? Okay, wir müssen die Puppe finden. Weißt du nicht mehr, weißt du noch, wo der war? Der Kasten, also vom Eingang aus der Kasten rechts, dann geh nach vorne. With its back and facing here to the right. Okay, was da steht, genau, if you are unsure which wardrobe you open, start to open a wardrobe just a bit, then let go of it, interact, of the interact button. If the wardrobe closes, it's not the correct wardrobe. To open. Ein bisschen aufmachen und dann, wenn sie sich voll auch nicht zumacht, scheiße. Da musst du die Puppen nehmen, oder was? Mhm. Ist das doch nicht die richtige? Theoretisch haben wir eh schon zweimal gehabt, gell? Aber mhm. Fotografieren, okay, jetzt.
Ja, das ist. Okay, wir haben wieder den richtigen gefunden und dann dürfen wir gar keinen Kasten mehr aufmachen. So, Puppe haben wir. Und dann müssen wir irgendwo runter, hat er gesagt. Der Guide. Können wir da runter? Wie wenn es jetzt ein Loch geben würde oder so? Oder kann man da nochmal raus? Das klingt. Ah, hier. Okay. Hier steht jemand. Hallo. Hallo. Ich sehe den nicht. Ich muss mir das Feuerzeug in die Hand nehmen. Hä? Oh, dein Schatten. Ah, warte, ich muss mich so hin positionieren, dass das mein Schatten ist. Oder? Kann ich da jetzt drunter? Okay. Und drunter. Ha? Was siehst? Okay, geht hier das Feuerzeug geht immer noch nicht. Alles klar. Mir gefällt sie aber gar nicht, muss ich dir ehrlich sagen. Mir schon noch gar nicht. Mir schon noch gar nicht mehr. Oh. Okay, egal. Das ist wieder die Kerzen. Ah, wir können ins Auge greifen. Schön. Macht mir echt Spaß. Was fängt der da jetzt raus? Irgendein Brett. Kann ich das mitnehmen? Mhm. Hallo? Ah nein! Da war jetzt irgendwas verschlossen, es ist jetzt offen. Schätze ich. Die Kamera, die, wenn man um die Ecke geht, dann bleibt die oft hängen. Na so. Gott sei Dank bist du schlank, weil sonst könntest du nicht mal durch. So eng wie das war. Der Raum ist komisch. Ja, der steht auf dem Kopf. Na, auf der Wand hängt der. Ein Arm steht am Kopf. Okay. Was ist hier vorne? Licht. Wenigstens Licht. Oh! Ein Dschungel. Ja. Das so eine gute Idee war? Hä? Ich kann da eh raus. Warum ist das dann passiert? Verstehe ich nicht. Fotografier doch rein! Ich sehe nix. Kannst du auf den Sessel da raufstellen und irgendwas schauen? Oder? Kann ich den. Das heißt, ich kann den nicht lagern. Ich will ihn doch weggeben. Der steht doch vor dem Kasten, oder? Der Sessel. Okay. Ah, das macht mich so fertig. Wenn man in einem Gegenstand drin steht, sieht man ja gar nichts. Gar nichts. Ja, ich sehe nichts. Ich bin so blind.
bin so blind. Wie soll ich hier irgendwas finden, wenn mein Feuerzeug nicht geht? Ah, regt mich das auf. Ich weiß nicht, wie komme ich raus? Hallo? Hallo? Irgendwas muss es ja in diesen Raum geben. Ja, schau mal, da ist der Tee. Aha. Ich will ihn nicht lagern. Ich will ihn nur wegtun. Verschlossen. Muss ich da irgendwas finden, mit dem ich das wegtun kann? Was ist, wenn ich mir... Okay. Kannst du irgendwas nehmen? Keine Ahnung, warum man sich da hinsetzen kann. Ich bin maximalst verwirrt. Gibt es hier drin kein Licht? Nein. Hä? Hat mich gefunden. Ich wollte mich verstecken. Was? Ich weiß nicht mal, was ich mehr tun soll.